Pfarre St. Johannes, Leonding, Berlin. Grüß Gott. Das ist Johann Ehrenfellner, der ehemalige Pfarrer der römisch-katholischen Pfarre St. Johannes in Hart bei Leonding. 20 Jahre lang die Verantwortung für die Pfarre in seinen Händen. Vor kurzer Zeit jedoch tauschte er das Pfarrhaus gegen eine kleine Wohnung. Wegen des Priestermangels in Österreich ist die Pension aber noch kein Thema für ihn. Als Pfarrmoderator steht er nun mit neuen Aufgaben im Dienst seiner Gemeinde. Den Kirchenschlüssel aber hat Johann Ehrenfellner an Maria Anna Grasböck weitergegeben, seine Nachfolgerin. Da Frauen in der katholischen Kirche allerdings nicht Pfarrer werden können, ist die offizielle Bezeichnung von Frau Grasböck Pfarrassistentin. Sie ist Laie, absolvierte den Pfarrleitungskurs und war schon einige Jahre als Pastoralassistentin tätig. Die Situation, dass immer mehr Pfarren ohne Priester sind, zwingt die katholische Kirche zu neuen Wegen in der Seelsorge. In Österreich gibt es rund 70 Männer und 30 Frauen, die den Beruf eines Pfarrassistenten oder einer Pfarrassistentin ausüben. Als Pfarrassistentin verstehe ich mich als Mensch unter Menschen. Ich bin sehr gern mit Menschen beisammen. Mich interessiert es eigentlich sehr, wie Menschen ihr Leben gestalten. Meine großen Fragen an die Menschen sind auch immer, was ist dir wichtig? Welche Hoffnungen und Sehnsüchte hast du? Was brauchst du, um dein Leben gut gestalten zu können? Da freue ich mich immer, wenn man das wer mitteilt und wenn ich auch ein Stück seines Weges mittragen darf. Ich bin schon sehr lange in dieser Pfarre und es war für mich immer sehr schön, an dem Aufbau dieser Gemeinde mit unserem Herrn Pfarrer mitzuarbeiten. Ich habe mir eine Zeit nach dem Pfarrer gar nichts vorstellen können, aber jetzt finde ich es sehr angenehm, mit einer Frau zusammenzuarbeiten. Es ist für mich nämlich immer schon ein großes Ärgernis gewesen, dass die Kirche die Frauen für nicht würdig hält, Weiheämter inne zu haben. Jetzt erlebe ich, dass es angenehm ist, dass Maria Anna eine Leitungsfunktion hat und dass sie zeigen kann, dass Frauen ebenso wie Männer Gemeinden leiten können. Im Pfarrgebiet befindet sich ein Altenheim. Eine Gruppe von Pfarrmitarbeiterinnen und Mitarbeitern bemüht sich um regelmäßigen Kontakt zu den Senioren. Pfarrassistentin Maria Anna Grasböck wurde zur Adventkranzsegnung eingeladen. Während der Chor noch probt und letzte Vorbereitungen für die Feier getätigt werden, ist der bevorstehende Abbruch der Hochhäuser am Harter Plateau Gesprächsthema Nummer 1 im Altenheim.
Ja, aber die werden sich das schon gut überlegen, wie sie das machen. Ha? Naja, jedes Abreißen, was man macht, ist das ein Stall oder ein Haus, das ist eine Mutterarbeit. Wir sind eine Gruppe von 6, 7 Frauen, die hier im Altenheim den Besuchsdienst gestalten. Seit einem Jahr haben wir eine Pfarrassistentin, die wieder ganz neue Dinge in unsere Pfarrarbeit einbringt. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir in dieser Form zusammenarbeiten können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, das tue ich gemeinsam mit meiner evangelischen Kollegin Frau Hedwig Partei. Nach dem Kirchenrecht der römisch-katholischen Kirche können Personen, die nicht die Priesterweihe empfangen haben, dennoch mit Seelsorgeaufgaben einer Pfarre betraut werden. Eine dieser Aufgaben ist zum Beispiel die Leitung von Wortgottesdiensten oder Segnungsfeiern. Hat Ihnen die Adventkranzreihe gefallen? Doch wie reagieren die Senioren auf die geballte Frauenpower in der Seelsorge? Ich bin erstaunt, dass die Pfarrerherren für uns alte Leute keine Zeit mehr haben. Und auch die Jüngeren könnten einmal kommen und werden wir hoch erfreut. Mit der Zeit damals alles in Ordnung. Als Evangelische freue ich mich, wenn ich eine katholische Kollegin habe, weil ich sie nett finde und gut mit ihr zurechtkomme. Aber es macht mich auch ein bisschen traurig, wenn sie nicht dieselben Rechte hat wie ich. Das, was ich sage, soll wirklich ganz echt sein. Ich ringe auch sehr mit dem, was ich da erarbeite. Es soll von mir kommen, es soll wirklich stimmig sein. Und ich möchte, dass die Menschen anspricht, dass sie ihnen auch eine Hilfe auf ihrem Weg sein kann. Obwohl sich Pfarrassistentin Grasberg innerhalb der Grenzen des Kirchenrechts bewegt, arbeitet sie auf einem glatten Parkett. So, und jetzt kommt sie mir alle nach. Und da passt auf, dass keiner umfällt. Der Daniel geht dort um mich, das passt da so. Jawohl, Christina kommt dann auch zu mir her. Nicht alles, was sie als Frau tut, wird überall in der katholischen Kirche gut geheißen. Ein paar Pfarrmitglieder haben deshalb sogar die Pfarre verlassen. Zu ungewohnt war für sie eine Frau in der Gemeindeleitung. Die Ministraten stoppen geht. Die einstigen Prachtbauten der Föst am Harter Plateau sind heute nur noch Ruinen. Seit einigen Wochen sind alle Mieter ausgezogen. Der Abbruch hat begonnen. Bedrohlich wirken die leeren Häuser gleich neben dem Pfarrzentrum. Wegen der Menschen in den Hochhäusern wurde vor 20 Jahren das Pfarrzentrum St. Johannes gebaut. Jetzt sind diese Menschen weg. Doch auf den Feldern hinter der Kirche sind neue Wohnhausanlagen entstanden. Aber nicht alle ehemaligen Hochhausbewohner konnten auch eine neue Wohnung im Pfarrgebiet finden. Die Pfarrgemeinschaft versucht zu begleiten, wo es geht. Familie Schaubmeier besucht ein letztes Mal die aufgelassene Wohnung. Wir haben relativ spät, erst vor circa 3 Jahren, erfahren, dass wir unser neues Zuhause wieder verlassen sollen. Wir waren teilweise schockiert drüber und natürlich auch die meisten Mitbewohner vom Hochhaus. Und habt ihr überhaupt gewusst, wo es hinkommt? Ja, da ist uns von der Gemeinde das Angebot gemacht worden mit Wohnen im Park. Und darum hätte ich gleich eine Bitte, ob du zu uns kommst und das Haus segnest. Und wir freuen uns, wenn du das tätst. Wohnen im Park ist eine dieser neuen Siedlungen, die in den letzten Jahren im Pfarrgebiet entstanden sind. Die vielen neuen Wohnungen bedeuten für die Pfarrassistentin viel Arbeit. Wohnungssegnungen sind an der Tagesordnung. Meine Frau ist einmal heimgekommen
von einer Klausurtagung. Sie ist im Pfarrgemeinderat tätig und hat mir erklärt, wir bekommen eine sogenannte Pfarrassistentin. Ich habe mir überhaupt nichts vorstellen können, was das ist. Und habe mich dann ein bisschen erkundigt und so weiter, was für ein Arbeitsbereich und so weiter. Meine Frage war dann, was ist zum Beispiel, wenn Leute kommen, die wollen sagen, bei uns liegt ein Kranker daheim, Sterbender, die letzte Ölung und so weiter. Bis dato war der Herr Pfarrer immer erreichbar im Pfarrhof. Wie wird das? Es ist sehr positiv aufgenommen worden. Und ich habe halt so das Gefühl, dass man halt von Frau zu Frau so manche Sachen besser besprechen kann. Der Friede Gottes sei mit diesem Heim und allen seinen Bewohnern. In der Beurteilung dieses Modellversuches gehen die Meinungen auseinander. Für die einen verwischt das Modell die Grenzen zwischen Laien und Priestern viel zu stark. Andere sehen das Problem eher darin, dass für bestimmte Dienste, wie etwa Eucharistiefeier oder Beichte, erst recht ein Priester geholt werden muss. Wir bitten auch um den Segen für dieses Kreuz. Gott segne dieses Kreuz und lass es zum Zeichen dafür werden, dass du diese Familie mit deinem Segen begleitest. Es hat Zeiten gegeben, wo ich sehr viele Fragen gehabt habe, wo ich voller Zweifel war, wo ich einfach ganz intensiv auch gesucht habe, wer ist dieser Gott? Und es gibt auch jetzt noch immer Augenblicke, wo ich frage, wo bist du da, Gott? Gleichzeitig kenne ich die große Sehnsucht, dass ich ihn erkennen darf. Und manches Mal gibt es so Augenblicke, wo ich weiß, dass ich in eine Beziehung der Liebe zu ihm eingenommen bin. Das sind dann die großen, schönen Augenblicke in meinem Leben. Das ist Patrick Adai. Er ist Schauspieler und Kinderbuchautor. Er kommt aus Ghana. Seit 5 Jahren sind Maria Anna und er ein Paar. Patrick ist ein wunderschönes Geschenk für mich. Ich freue mich immer, wenn wir beisammen sein können. Er interessiert sich auch für mein Wirken in der Pfarre und fragt mich, wie dies und jenes läuft. Er ist ein Mensch, der hundertprozentig vertrauen kann. Da bestärkt er mich eigentlich sehr in meinem Glauben. Von ihm kann ich Gelassenheit lernen. Er steckt mich an mit seiner Lebensfreude. Ich finde es schön, dass wir uns gegenseitig stützen und beistehen und dass wir an einer gemeinsamen Zukunft bauen. Im Familienfasching nächstes Jahr im Februar werden wir wieder Live-Musik haben und eine Tombola werden wir wieder haben mit ca. 200 bis 300 Preisen, die wir machen. Stichwort Finanzen. Als Pfarrassistentin hat Maria Anna Grasböck de facto die Leitung der Pfarre über. Sie hat zum Beispiel den Vorsitz im Pfarrgemeinderat. Kirchenrechtlich gesehen ist ihr jedoch ein Pfarrmoderator vorgesetzt. Diese Rolle hat der ehemalige Pfarrer Ehrenfellner übernommen. Mittlerweile sind die beiden ein eingespieltes Team. Der ehemalige Pfarrer konnte sich gut zurücknehmen, um seiner Nachfolgerin genügend Handlungsraum zur Verfügung zu stellen. Ich habe mir ursprünglich eine Pfarrassistentin nicht vorstellen können. Wir haben mit der Leitung des Pfarrgemeindes darüber diskutiert, haben gewusst, wir bekommen keinen Pfarrer und haben gesagt, okay, wir riskieren das. Und ich glaube, es hat sich ganz gut bewährt. Ich bin Priester und geistlicher Rektor am Schulamt der Diözese. Ich leite da in der Pfarre Hart den Chor. Mir scheint dieses Pfarrleitungsmodell, das wir hier praktizieren, ein Gebot der Stunde zu sein, wenn die Kirche am Ort lebendig bleiben soll. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, wir danken dir für unsere Mahlzeit und bitten dich, segne unsere Tischgemeinschaft durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
Einmal pro Woche trifft sich der Leitungskreis zum Arbeitsessen. Veranstaltungen und Seelsorgetätigkeiten werden geplant, der Betrieb des Jugendzentrums besprochen. Das Treffen findet im Wohnzimmer des Pfarrzentrums statt, das zugleich das Wohnzimmer von Maria Anna Grasböck ist, denn die Gemeinde hat sie gebeten, im Pfarrhaus zu wohnen. Ich bin sehr froh, dass die Maria Anna in die Pfarre Hart St. Johannes gekommen ist. Sie hat einen beachtlichen Teil meiner früheren Aufgaben übernommen und ich kann als Pfarrmoderator meine Teile gut jetzt erfüllen und gehe einen guten Weg. Ich denke auch, dass mit der Übernahme der Leitung der Pfarre durch eine Frau etwas sichtbar wird, dass die Frauen mehr und mehr Verantwortung bekommen, auch in der katholischen Kirche, auch wenn das noch seine Zeit dauern wird, bis sich auch Weiheämter eröffnen werden. Ich muss jetzt dann gehen. Ich wünsche euch nur einen schönen Nachmittag. Ja, danke. Okay. Immer wieder kommt Maria Anna an die Grenzen ihres seelsorglichen Wirkens. Natürlich sind das Grenzen, wenn wir Pfarrassistenten uns das organisieren müssen, dass wir irgendwo einen Priester herholen. Es war sicher manches Mal einfacher, wenn wir wirklich im vollen Ausmaß diese Dienste ausüben könnten, die von der katholischen Kirche vorgesehen sind und die, wo die katholische Kirche sagt, die sind ganz zentral für das Wirken. Ich glaube, dass sie die Kirche selbst behindert, indem sie da sagt, bis hierher und nicht weiter. Am wichtigsten ist die Frage, wie kann die Kirche die Sakramente weiterhin anbieten. Frau Weisinger hat ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Maria Anna. Dennoch beobachtet sie das Modell Pfarrassistentin mit sehr kritischen Augen. In der Pfarre ist sie für den Blumenschmuck der Kirche zuständig. Und ich möchte alle Liebe und Geborgenheit einlegen, die Gott uns zu Weihnachten schenken möchte. Marianne, ich schätze dich sehr als Mensch und du bist eine große Hilfe für unser Pfarrer und für uns alle, aber du bist trotzdem kein Priesterersatz. Weil wir möchten ja in der Treue zum Papst stehen und da gibt es einfach keine Priesterinnen. Wenn Gott geplant hat, Frauen zu Priesterinnen zu weihen, dann werden sie sicher geweiht werden. Pfarre Hart, Grasburg, grüß Gott. Ja, ja. Darf ich Ihnen ein herzliches Beileid aussprechen? Ja, wann? Am Mittwoch? Wenn ich ein Begräbnis vorbereite, habe ich die Menschen, die davon betroffen sind, sehr nah bei mir. Wie kann ich Ihnen etwas Tröstendes sagen? Ich denke selber sehr viel nach, was ist es, was uns letztlich wirklich Halt gibt? Was bleibt bestehen im Tod? Ich möchte einer was sagen, wo ich selbst wirklich auch weiß, dass das Bestand hat. Im Gebet. Lasst uns nun unserer Verstorbenen gedenken. Der Begräbnisdienst ist eine der vielen seelsorglichen Aufgaben von Frau Grasböck. Es kommt immer wieder vor, dass die Trauergemeinde sie mit einer Ministrantin verwechselt und nach dem Priester fragt. Seither trägt sie einen Schal zu ihrem liturgischen Gewand. Auch die Amtsbezeichnung Pfarrassistentin führt immer wieder zu Verwechslungen. Doch die für viele zutreffendere Bezeichnung Pfarrleiterin hört man von Seiten der Diözesanführung nicht gerne. Zuerst wollte ich eigentlich nie ein liturgisches Gewand haben, weil ich mich nicht abheben wollte von den Menschen, die in der Kirche sind. Aber dann war es so, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Pfarre zu mir gekommen sind und gefragt haben, ob ich eigentlich kein liturgisches Gewand haben will. Einer gefeiert das. Dann habe ich auch zum Überlegen angefangen und habe mich darauf eingelassen, mir ein liturgisches Kleid zu suchen. Und mittlerweile fühle ich mich sehr wohl drinnen. Es ist für mich so, es unterstreicht meine Funktion und ich feiere mit den Menschen und für die Menschen. Guten
Erholung vom Beruf verschafft sich Maria Anna Grasböck bei ihren Eltern, Geschwistern und Nichten im Müllviertel. Doch die Pausen sind nur kurz. Ja, hallo Frau Pfarrerin, grüß dich. Hallo, grüß dich, Josef. Wie geht's dir denn? Mir geht's ganz gut. Ja, wo kommst du her? Der nächste Termin für Maria Anna ist im Kinderdorf St. Isidor der Caritas. Ein großer Gebäudekomplex mitten im Pfarrgebiet. 92 Kinder mit Behinderungen werden hier in 20 Familien betreut. Seit einiger Zeit bemüht man sich um verstärkte Zusammenarbeit zwischen St. Isidor und Pfarre. Ich sage gern zu der Maria Anna, Frau Pfarrerin, weil sie mit Ausnahme der Heiligen Messe und ein paar anderen Diensten die volle Aufgabe eines Pfarrers erfüllt. Und daher steht ihr der Titel zu. Das ist also meine Meinung. Eine besondere Form der Therapie in St. Isidor ist das Reiten. Im Haus neben der Reithalle musizieren Kinder der Orff-Gruppe aus der Pfarre gemeinsam mit Kindern vom Kinderdorf. Ein Ausschuss der Pfarre kümmert sich seit einiger Zeit darum, dass dieser Kontakt intensiviert wird. Weiteren Aufgaben einer Pfarrassistentin gehört die Arbeit mit Gruppen. Kinder, Jugendliche, Ministranten, Sternsinger. Immer wieder ist Maria Anna Gast in den Gruppenstunden und sucht das Gespräch. Maria Anna ist immer gut drauf. Sie besucht uns manchmal in der Orffstunde. Ich habe schon gesehen, dass sie bei den Taufen dabei ist. Sie predigt in der Messe. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Das Schreiben der Predigt für den Sonntagsgottesdienst begleitet Frau Grasböck durch die ganze Woche. Niemand in der Pfarre ist sicher vor den Fragen der Pfarrassistentin, wenn sie ihren Text vorbereitet. So spiegelt sich in vielen Predigten die Erfahrung der Kirchengemeinde wider. Diözesanbischof Maximilian Eichern unterstützt dieses Seelsorgemodell, muss es aber innerkirchlich manchmal gegen heftige Angriffe bis nach Rom verteidigen. Wie Maria Anna, die auf den ersten Blick wie Priester handeln, gehen für Kritiker einige Schritte zu weit. Mehrere Monate hatte man diskutiert, ob man dieses Experiment in St. Johannes überhaupt wagen soll. Schließlich wurde die Stelle ausgeschrieben, Frau Grasböck ausgewählt. Mittlerweile ist es zur Tradition geworden, dass sich Pfarrmoderator und Pfarrassistentin gegenseitig beim Anlegen der liturgischen Gewänder behilflich sind. Eine Geste mit Zukunftsperspektive für die Kirche? Ich habe heute meine Weihnachtskrippen mitgebracht. Drei Menschen, die sich gegenseitig halten. Wie das wen anspricht, das hängt wohl ganz stark von dem ab, in welcher Lebenssituation man gerade ist. Wer das Glück hat, dass er geborgen ist, erlebt Weihnachten anders, als wie wenn man allein und fremd ist. Damit sind wir ganz nah bei den Menschen der ersten Weihnacht. Damals war auch keine heile Welt. Ein Mann hat überlegt, seine Frau zu verlassen. Eine Familie sucht einen Platz, wo die Frau das Kind gebären kann. Kaum geboren, hat die Familie schon ins Ausland fliehen müssen.
ganz und gar nicht abgesichert, kommt Gott als Mensch zur Welt. Am eigenen Leib spürt er, wie zerbrechlich das menschliche Dasein ist. Und er weiß, wie Menschen manchmal zumute sein kann. Gott findet seinen Weg zu den Menschen. Ich darf glauben, dass er längst auch schon bei mir angekommen ist. Er wartet nicht darauf, dass ich vorzeigen kann, wie perfekt ich alles hinkriege. Nicht im Palast ist Gott geboren, sondern im Stall. Manches Mal glauben wir es ja selber nicht so recht, dass wir, so wie wir sind, ganz wertvoll sind. Gott aber sieht uns in unserer Würde und unserer Größe. Und darum lasse ich die Weihnachtskrippen in den nächsten Tagen bei mir stehen. Sie berührt die Ahnung in mir, dass Gott unseren menschlichen Weg mitgeht, durch alle Höhen und Tiefen hindurch.